What? Okay. Oh, gut. Hui. Also, als ich das erste Mal hier war, habe ich es auch nur mit Booster 0.8 und Maschinengewehr gemacht und da war der Kampf schon relativ heftig. Da habe ich einige Versuche gebraucht, aber diesmal ging das eigentlich recht gut. Also, ich glaube, ich kann langsam mit dem neuen Booster umgehen und mit dem Spur auch. Und jetzt muss ich da gucken, ich habe nur noch 3 Leben. Empty? Ach so, ich muss nicht da rein, ich muss hier durch. Das habe ich vorher überhaupt nicht gesehen. Gut, wow. Du blöder Spike. Gut, ich lade schon mal wieder auf und dann hier einmal durch. Gut, du fällst runter, aha. Dich kann ich einmal mit einem Schuss töten. Das ist genial. Ich liebe diese Waffe jetzt schon. Ah, das war eine sehr gute Entscheidung, das Maschinengewehr nicht zu holen. Selbst wenn ich vorher ein bisschen verzweifelt bin an einigen Stellen, jetzt ist das auf jeden Fall wieder wert. Oder wettgemacht, egal. So. Ihr wollt mich nicht treffen, nein. Es ist, wow. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Labyrinth, wie viele Schwierigkeiten ich da hatte. Und jetzt habe ich auf einmal besseres Equipment bekommen und alles ist wieder in Ordnung. Das ist wunderbar. Und hier war Igor. Ich glaube, ich muss aber unten lang. Nein, ich muss nicht unten lang. Gut. Ich speichere erstmal, weil ich glaube, da drin war auch... Jawohl, da war auch was, um mein Leben und meine Missiles wieder aufzuladen. Sehr schön. Und speichern sollte ich auch. Denn, ja, es kommt jetzt kein Boss, wenn ich mich richtig erinnere, sondern... Ei Nummer 0, ja. Und der Bildschirm. Wörter erleuchten den Bildschirm. Das heißt, der Drache ist geschlüpft. Ist er auch ein Zombie-Drache geworden? Schlüpfen erfolgreich. Wer ist da? Wer wird es sein? Kazuma! Ja! Oh, du bist es. Ich bin froh zu sehen, dass du in Ordnung bist. Ich bin der Einzige, der hier ist. Nachdem du zur Sandstorm gegangen bist, hat der Rest von uns sich beeilt, um eine Möglichkeit zu finden oder sicherzustellen, dass wir von dieser Insel herunterkommen. Und in diesem Moment ist Misery aufgetaucht. Sue wurde entführt. Sie nahmen sie mit ihr. Und ich habe den Professor nicht gesehen. Ich schätze, der Doktor war in der Lage, die Samen zu erhalten. Oh, nein, nein. Ich beschuldige nicht dich. Der Sieg des Doktors war schon sichergestellt von dem Moment an, an dem er die Krone in seine Hände bekommen hat. Es ist nur eine Sache der Zeit, bevor seine Armee von wildgewordenen Mimigas komplett ist. Danach fürchte ich, dass nicht mal du ihn stoppen kannst. Wir haben keine Chance, keine Möglichkeit, außer zu fliehen. Ich schätze, wir würden in der Lage sein zu entkommen, wenn wir nur einen Himmelsdrachen hätten. Deswegen kam ich hier. Und nun, mein Drache ist geschlüpft. Würdest du mit mir entkommen? Ja. Ja. Es gibt keinen anderen Weg. Wir haben getan, was wir konnten. Oh ja. Outer Wall und der Moon Song. Das geilste Stück im gesamten Spiel. Wir reden mit Kazuma. Geh auf den Drachen und... Ja, das ist das Ende von Cave Story. Halt dich gut fest. Wir gehen mit Kazuma auf den Himmelsdrachen und fliehen von der Insel. Aber wie ich erwähnt habe, dieses Spiel hat mehrere Enden und das hier ist das schlechte Ende. Tja. Aber ich finde, die Musik passt perfekt dazu, wenn man im Himmel ist, auf diesem Drachen. Und jetzt habe ich nicht vorlesen können, egal. Und so kam der von der Insel, blablabla, stand da bestimmt. Nicht lange und der Doktor begann mit seinen Angriffen auf die Erde. Hat dabei die schwebende Insel als Fortress benutzt, als Festung. Waren die Länder der Erde in der Lage, den Doktor standzuhalten? Egal, es hat für dich keinen Unterschied gemacht. Zusammen, tief im Herz der Berge, weit weg von der Reichweite des Doktors. Ja, weiter bitte. Lebten du und Kazuma in Ruhe für den Rest eurer Tage. Tja, das Ende. Ist das nicht die Game-Over-Musik? Nein, es klingt zumindest wie eine Game-Over-Musik, aber ja, Spiel ist auch vorbei und ich kann, egal was ich drücke, nein, ich will hier weg, bitte.
Ich möchte weg. Ich möchte weg. Okay, ich glaube, ich muss das Spiel eben so beenden und neu starten. Aber ich hätte vielleicht vorher nochmal zurückgehen sollen und speichern vor dem Dialog mit Kazuma. Aber was soll's. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, das war das schlechte Ende. Noch zwei Enden liegen vor uns. Das Gute und das besonders Gute. Und ich werde euch beide zeigen, denn es gibt eine Möglichkeit, euch beide zu zeigen. Aber erstmal noch bla, 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 bla. Ja, ich bin's. Bla, 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 bla. Guckt mal denn meine Sterne an. Sind diese Sterne nicht hübsch? Gefallen sie dir? Willst du auch Sterne haben? Dann musst du ins Labyrinth gehen. Da ist nämlich so ein Typ, der gibt dir Sterne und die fliegen dann um mich rum und... Die erinnern mich an die Sterne aus Kirby's Dream Land, die mir dann im Extra-Game total viel Schaden gemacht... Naja, nicht total viel, aber die mir dann Schaden gemacht haben, als ich da mit dem Curry durch so einen komischen Gang durch musste und die ganzen Blöcke wegschießen. Im einfachen Spiel haben sie mir noch keinen Schaden gemacht, aber dann haben sie mir Schaden gemacht. Nein, ich möchte nicht mit dir fliehen. Ah, ich sehe. Also, ich verstehe. Weißt du, es gibt noch einen anderen Weg, der die Mimigas in ihren natürlichen Zustand, das ist ein gutes Wort, in ihren natürlichen Zustand zurücksetzen würde. Du könntest den Kern der Insel zerstören. Wenn du das tun würdest, würde allerdings die Insel in Stücke zerfallen. Eine gefährliche Wahl, nicht wahr? Nun ja. Egal, wie du dich entscheidest. Wir wissen nicht einmal, wo der Kern ist. Wenn du es versuchen möchtest, dann kann ich warten. Aber denk daran, wenn die Situation schlecht wird, dann werde ich wahrscheinlich ohne dich fliehen müssen. Nein, niemals. Wir werden nicht zulassen, dass die Mimigas weiter leiden müssen, dass der Doktor seine Pläne umsetzen kann. Hallo, Drache. Hallo? Ich will dir nichts Böses, ich wollte dich nur streicheln und du grummst mich an hier, du Mistvieh. Egal. Wir holen uns jetzt noch eine andere Waffe und deswegen gehe ich hier rein. Und... Scheiße, nein, das habe ich nicht gesehen. Nein! Ja. Okay, das ist... natürlich kann man das jetzt noch als weiteres Ende betrachten. Man fällt von der Insel und wurde nie wieder gesehen. Ja. Jetzt sag mir nicht, ich... Nein, okay, entschuldigt meine Dummheit. Ich hab den Spalt nicht gesehen, das Loch, und bin einfach mal ins Nirvana gefallen. Zurück zur Erde, toll. Gut. Das war echt dämlich. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, was ich im Spiel mache und nicht hier total viel Blödsinn labern über Kirby's Dream Land. Wobei in dem Moment habe ich natürlich nichts über Kirby's Dream Land gelabert, aber davor. Und ja, egal. Ich frage mich überhaupt, warum braucht man eigentlich ein Passwort, um den Drachen zum Schlüpfen zu bringen? Ich meine, das ist ein Ei. Ist doch nicht mit Computern verbunden, oder etwa doch? Na gut, das ist ein Drache, aber egal, ich weiß nicht, wie Drachen funktionieren. Also zumindest nicht in diesem Spiel. Ob die jetzt... Keine Ahnung, vor allem guckt euch mal die riesigen Eier an. Und wenn man das dann vergleicht mit den Drachen... Wie klein die Drachen sind. Ich meine, gut, man kann auch jetzt argumentieren von wegen, die Drachen sind ja noch kleine Babys und die werden dann riesengroß. Aber ich würde gerne mal so einen riesengroßen Drachen sehen. Und vor allem, wenn wir dann mit dem Drachen von der Insel entkommen und der Drache wächst, könnten wir dann nicht den Drachen benutzen, um den Doktor herauszufordern wieder? Interessanter Gedanke. Vielleicht gibt es dazu ja Mods oder so. Keine Ahnung. Egal. Ich versuch's nochmal. Und dieses Mal, ja, jetzt sehe ich das Loch. Diesmal falle ich da nicht rein. Und das ist nur ein Zaun. Ich dachte, das ist ein Stacheln. Okay, hier ist nämlich eine Tür. Und ein kleines Haus. Das sind kleine Leute. Hallo, Leute. Nun, wo ist dieser Mann wieder hingerannt? Du hast nicht zufällig meinen Mann gesehen, oder? Doch, den haben wir gesehen auf dem Mimiga-Friedhof. Wer sind Sie, Mister? Okay, gut. Das heißt, bevor ich jetzt hier, also Outer Wall, das ist die äußere Mauer, und bevor ich jetzt hier hochklettere, denn wir sind ja anscheinend ganz hier unten, wir können einfach runterfallen, und da hoch muss ich eigentlich, aber vorher gehe ich noch einmal zurück zum Mimiga-Dorf, denn wir erinnern uns, der kleine Mann, der war ja da irgendwo, und außerdem war da noch eine Tür, an die wir nicht dran kamen, und oh Gott, wow, der hätte mich fast getötet.